Hey, und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Zelda Majora's Mask. Und normalerweise müsste ja gleich die alte Frau dort hinten erscheinen. Und dann dürfte hier wieder die Dingens. Was war gerade mit der Zahl los? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dürfte dann ja auch gleich hier wieder diese Verfolgungsszene stattfinden. Und dann schauen wir einfach mal, was das wird. Ob das, was ich vorhabe, wirklich funktioniert oder nicht. Ich weiß es ja nicht. So, komm, alte Frau. Ich möchte eigentlich ja jetzt da rauskommen, so nach Mitternacht. Oder ungefähr sowas ähnliches. Na komm, oder wir müssen bis 22:15 warten. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Müsste sie ja jetzt eigentlich. Na gut. Dann verschnellere ich die Zeit halt nochmal. Eigentlich habe ich erwartet, dass die Alte da jetzt herkommt. Oder müssen wir bis 2 Uhr warten? Ich habe es wirklich vergessen. Es ist schon so lange her, dass wir das gemacht haben. Es war noch zu Anfang des Spiels. Aha. Die Alte kommt von da? Ich dachte, die kämpft von dort. Na gut. Da, da. Und das war's auch schon. Lauf schneller. Please. Very please. Ja, jetzt dreht er erstmal seine Runden. Danke. Gut. Ja. So, wir gehen jetzt schon mal dahin, wo ich hin will, und dann reisen wir ein paar Mal in die Zukunft. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, der hat nicht aufgenommen oder nimmt nicht auf. Weil ich das Dingens da, das Symbol von meinem Aufnahmeprogramm mal kurz nicht bewegt hat. Dreht immer so einen kleinen Kreis und dann sehe ich, aha, es nimmt auf oder es nimmt nicht auf. Euer Tanz sieht hässlich aus. Ich habe euch doch einen schöneren beigebracht. Den habt ihr aber anscheinend wieder vergessen. So, nein. Na 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 na. Ja. Wir wollen zur Dämmerung. Und dann werde ich zum Abend und dann wieder zur Dämmerung und dann wieder zum Abend. Vorbei 48 Stunden. Das ist mir relativ egal. Wie die Zeit verfliegt, wenn man Spiele spielt, nicht wahr? Die Zeit verfliegt dann wie im Wind. Ja. Was steht hier wegen Thema des Zeits im Wind? Okay, der war mies. Den fand nicht mal ich lustig. Absolut nicht. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich finde das jetzt genauso spannend wie ich, oder? Ich hoffe, dass 500 Rubine reichen und ich keine 600 brauche. Ansonsten darf ich dann den Typen noch mal eine klatschen. Und nochmal. So, dann lasse ich da mal rein. Ab 22 Uhr geöffnet. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Jetzt dürfen wir warten, bis 22 Uhr ist. Wir haben jetzt 18 Uhr durch. Oh, schön, herrlich. Bis 10 Uhr dürfen wir warten. Darf ich warten? Ich cutte das für euch. Also, viel Spaß, bis gleich und auf Wiedersehen. So, und da bin ich wieder. Jetzt haben wir 10 Uhr und wir können hier rein. Ich hoffe, dass hat so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Hey,
Nur herein! Sieh dich ruhig um, ich habe auch ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sonderangebot ist die Maske der Nacht, besonders beliebt bei Nachteulen aller Art. Zwar weiß ich nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist, aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Ganz schön unheimlich, was? Komm schon, bitte, bitte. Jawohl, 500 Rubine, gekauft. Ah, schön. Du hast die Maske der Nacht erhalten. Trägst du diese Maske, bist du von der sanften Umarmung des Schlafes geschützt. Der Mann vom Kuriositätenladen wurde ins Notizbuch eingetragen. Du hast eine garstige Maske gekauft. Sehr schön. Oh, ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich scherze nicht. Also, hast du was für mich? Nein. Danke, pass auf dich auf, Kumpel. Mhm, so, jetzt gehen wir einmal raus. Und dann werden wir auch irgendwann Anwendung für diese Maske finden. Und uns zwei Herzen damit holen. Zwei Herzteile, meine ich. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch ja noch ganz dunkel, als wir in dem Hotel, in wie auch immer, in dem Gasthaus waren. Da gab es ja irgendwo so eine alte Frau. Und wenn wir die Maske aufziehen und uns dann die Geschichten der alten Frau anhören und auf bestimmte Art und Weise antworten, bekommen wir jeweils ein Herzteil. So wie ich das aus meiner Liste da jedenfalls verstanden habe. Ich weiß nicht, ob man da abends rein muss oder nicht. Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Auf jeden Fall brauchen wir dafür die Maske. Da haben wir sie. Ja, zupp. Und dann... Nein, wir wollen gruselig aussehen. Brrr, Batman. Einmal die Karte. Hier lang geht es schneller. Lalalalalala. Vielleicht sollte ich die Zeit mal wieder verlangsamen. So ungefähr mit diesem Lied. Mit diesem Lidl, mit diesem Aldi, mit diesem Plus, Supermarkt, wie auch immer. So haben wir dann automatisch mehr Zeit. Und können... Nein, wir können jetzt wahrscheinlich noch nicht. Was ist im Eintopf? Okay, versuchen wir es doch. Ab 8 Uhr morgens. Wir haben unsere Methoden. Wir haben unsere Methoden, da reinzukommen. Und zwar schon vor 8 Uhr abends. Morgens meine ich. Und zwar hiermit. Ha! Damit hast du nicht gerechnet. War an you. Dass ich so ein gemeiner Bub bin. Das ist ja Wahnsinn. Voll der Wahnsinn. Südele. Nee, hier war die Tür nicht. Hier war die Tür. Oh, Tortus, hast du deinem Vater geholfen? Dann lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Wer ist Tortus? Welche Geschichte möchtest du hören? Karneval der Zeit. Du willst also die Geschichte vom Karneval der Zeit hören? Bald findet der Karneval wieder statt, daher solltest du gut über seine Bedeutung Bescheid wissen. Zwar ist die Geschichte ein wenig lang, aber mal sehen. Der Karneval der Zeit. Jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonie, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Eingedenk der Art und Weise, in der Natur und Zeit ohne Unterlass fortschreiten, feiern die Völker der vier Welten auf dem Karneval eben diese Harmonie und bitten um ein fruchtbares Jahr. Ich hätte fast furchtbar gesagt. Ich werde das mit der normalen Stimme vorlesen, die andere ist ja schrecklich. Schon seit jeher tragen die Menschen Masken, welche die vier Götter der vier Welten darstellen. Nunmehr ist es zum Brauch geworden, dass jeder Besucher eine selbstgemachte Maske mitbringt. Man sagt, dass ein Paar, welches am Tag des Festes in den Bund der Ehe tritt und eine Maske als Zeichen seiner Einheit trägt, auf ewig glücklich bleiben wird. Der Uhrturm steht im Mittelpunkt des Karnevals. Am Vorabend der Feierlichkeiten öffnet sich die Tür zu seinem Dach. Von dort aus wird eine Zeremonie abgehalten, um die Götter zu rufen. Dies geschieht durch den Gesang eines alten Liedes.
All diese Feiern und Bräuche dienen dazu, die Götter milde zu stimmen, so dass sie uns im folgenden Jahr eine reiche Ernte gewähren. Du warst sehr brav, das ist alles, Tortus. Also sag mir, wann öffnet sich die Tür zum Dach des Turms? Am Vorm des Festes. Sehr brav, du bist ein guter Junge. Ich bin sehr stolz auf dich. Als Belohnung gebe ich dir etwas Süßes. Yay! Anjus Großmutter wurde ins Notizbuch eingetragen. Die alte Dame hat dich gelobt. Oh, das finde ich aber toll. Ja, ich habe meinem Vater geholfen. Vier Giganten. Die vier Giganten, also. Die Geschichte ist zwar ein wenig lang. Die vier Giganten. Diese Geschichte stammt aus einer Zeit, als die vier Völker noch vereint waren. Zu dieser Zeit lebten alle Wesen zusammen und die vier Giganten lebten unter ihnen. Am Tag des Festes zur Feier der reichen Ernte sprachen die Giganten zu den Leuten. Wir werden nun schlafen und euch schlafend bewachen. 100 Schritte im Norden, 100 Schritte im Süden, 100 Schritte im Osten, 100 Schritte im Westen. Wenn ihr in Not seid, dann ruft uns mit lauter Stimme und tut uns euer Begehren kund, wie der Sturm hält uns gefangen oder der Ozean will uns verschlingen. Eure Rufe werden uns ereilen. Doch es gab einen, der diese Kundtuung gleichermaßen schockierte und traurig machte. Ein kleiner Kobold. Bevor die Giganten die vier Welten erschufen, war der Kobold schon ihr Freund. »Warum müsst ihr gehen? Warum bleibt ihr nicht hier?« Er fühlte sich im Stich gelassen, so ließ er seinen Zorn an den vier Welten aus. Ständig quälte er die Menschen, durch all dies Unglück stimmten sie ein Gebet an die Giganten, die in allen vier Himmelsrichtungen in tiefen Schlummer lagen. Die Giganten hörten die Rufe und antworteten in dumpfen Grollen, »O Kobold, wir sind Beschützer dieser Völker. Dein Tun und Treiben ist von schlechten Gedanken beseelt. Verlasse die vier Welten, oder wir werden dich in Stücke reißen.« Nun war der Kobold noch erschrockener und trauriger. Seine alten Freunde hatte er nun endgültig verloren. Er verschwand jenseits des Himmels. So war die Harmonie von nun wiederhergestellt. Die Völker waren froh und huldigten den Giganten wie Göttern. So lebten alle glücklich und zufrieden. Braver Junge, hat dir die Geschichte gefallen, Tortus? Was haben die Leute getan, um die Giganten zu rufen? Sie sangen ein Lied. Das ist richtig, doch man konnte dieses Lied nicht einfach irgendwo singen. 100 Schritte im Norden, 100 Schritte bla bla bla. Der Punkt, an dem sich die vier Giganten trennten, war genau in der Mitte dieser Stadt. Ey, ich hab mein Herzteil. Wo ist mein Herzteil? Ich gehe wieder. Mir wurde ein zweites Herzteil versprochen, wenn ich die zweite Geschichte auch höre. Das ist doch Beschiss. Also echt mal. Wie unfies ist das denn? Wie unfies? Das wäre dann freundlich und nett und so. Gut, ich möchte dann eine Sache machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Herzteil gibt oder nicht. Oder ob es eine Maske ist. Ich möchte aber zum Dämmerwald. Oder jedenfalls in die Richter. In die Richtung. In die Richter, jawohl. Zack, du bist tot. Na komm doch, Vogel. Versuch mich doch zu treffen. Um mir mein Schwert wegzunehmen, du blödes Vieh. Kackvogel. So, und zwar, nein. Wenn man mit Epona nämlich zur Rennbahn der Gormenbrüder geht, dann kann man angeblich gegen die ein Rennen machen. Gewinnt man das, bekommt man, glaube ich, tatsächlich ein Herzteil. Dann versuchen wir das doch glatt mal. Wo habe ich denn die 30 Pfeile her? Habe ich die zwischenzeitlich als Corona aufgesammelt oder so? Wow. Ist dieser mitleiderregende Klepper etwa dein Pferd? Ich habe gedacht, das wäre ein Maultier. Du nicht auch, kleiner Bruder? Glaubst du denn da etwa, dass einer derartigen Schandmeere galoppieren würde, nur weil du den Stick nach vorn drückst? Oder dass der Gaul seinen unförmigen Körper schneller bewegen würde, wenn du auf A drückst?
Ja, Kerl, ist spaßig. Warum gibst du uns nicht einfach 10 Rubine und darfst dafür gegen uns in ein... Ich hab keine Rubine. Verzieh dich. Ja, danke. Ich hab nur 5 Rubine und keine 10. Das tut mich leid. Ich kann euch aber einen Pfeil in den Kopf jagen. Das würde mir nicht leid tun. So, dann organisieren wir uns mal eben nochmal 5 Rubine, 5 weitere. Und... Ach nee, das bringt mir eh nichts. Ich habe ja eh nicht vor, jetzt in einen Dungeon zu gehen. So, ich mache ich alle gleichzeitig kaputt. Und zwar so. Jetzt habe ich mehr Rubine bekommen, als ich eigentlich wollte. Aber auch gut. Hallo, Epona. Und jetzt hier rein. Und dann ein Rennen. Rennen. Kann man das so sagen? Ist das so korrekt? Ich habe keine Ahnung. 10 Rubine und du darfst gegen uns antreten. Es geht nur über eine Runde. Erreichst du als erster das Ziellinie. Höher, höher. Bist du... Ja, ja. Okay, meinetwegen. Taya, wo kommst du denn her? Wow, das ist... Ihr hattet einen unfairen Fehlstart? Frühstart. Boah, aber die drängen einen genauso ab, ey. Wow, ich bin durch die Bäume durch. Kommt schon, füllt auf! Ach, herrlich. Dabei habe ich das Rennen in Ocarina of Time schon so gehasst. Das Pferderennen. Nein, da springst du nicht drüber. Oh, die brauchen 1-1, ey. Mist. Gut, das versuchen wir direkt nochmal. Ja, ihr habt gewonnen. Ja, ja, ich will nochmal. So. Gut. Wo kommst du denn, Herr Taya? Nicht nutzen. Genau. Wow, du springst ja doch drüber. Damit habe ich nicht gerechnet. Wieso bist du denn jetzt da drüber gesprungen? Boah, hat mich das Pferd jetzt erschreckt. Oh, Vesper, wir haben verloren. Hey, großer Bruder, sollen wir dieses Ding wirklich dem Kerli übergeben? Etwas müssen wir ihm wohl geben, aber er ist ohnehin nur ein Kind. Was könnte er schon großartig damit anrichten? Was? Okay, ich dachte, ich habe ein Herz bekommen. Du hast Garus Maske erhalten. Die umherirrenden Geister der Ninjas von Ikala trugen einst diese Maske. Dafür sollst du niemandem erzählen, wo du diese Maske her hast. Du hast es den Gebrüdern Gormann gezeigt. Ja, woll. Gut, okay, das war nicht ganz so geplant, aber egal. Bekommen ist bekommen. Nicht wahr? Also... Gut, dann würde ich einfach mal an der Stelle sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Zelda Majora's Mask. Bis zum nächsten Mal. Ciao.